Die ÖVP Niederösterreich hat ihre Ziele für das Superwahljahr 2024 bei ihrer Clubklausur in Retz präsentiert. Man will das Ehrenamt und die Kultur im Land weiter fördern und jenen die Hand reichen, die mit dem österreichischen Lebensstil noch nicht so sehr perdu sind. Aber wer hier die ausgestreckte Hand zur Integration nicht annimmt, braucht es auch Konsequenzen. Und da denke ich vor allem an unsere Schulen oder an die Eltern integrationsunwilliger Familien. Da braucht es Konsequenzen, da braucht es einfach härtere Strafen. Härtere Strafen, weil ich denke, dass wir vor allem in den letzten Jahren ausreichend immer wieder versucht haben, mit gut Zureden sich bei uns zu integrieren. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir sagen, wer sich bei uns nicht halten will an unsere Traditionen, vor allem an unsere Werte und Grundprinzipien, der hat bei uns letztendlich auch nichts verloren. Niederösterreich ist das Land mit den größten CO2-Einsparungen. Seit 2005 sind die Emissionen um 25% gesunken und die Wirtschaft um rund 25% gewachsen. Auch mit dem Landesbudget verfolgt man klare Ziele. Für 2024 strebt man einen Saldo von 480 Millionen Euro an, das in die Zukunft des Landes investiert werden soll. So werden zum Beispiel 77 Millionen Euro aus dem Zukunftsfonds in die Gemeinden investiert. Zentral dabei ist die Förderung der Kinderbetreuung vor Ort. Wir sind jetzt im Jahr 2024 im Jahr der Umsetzung. Im September beginnen wir mit der Aufnahme der Zweijährigen in die niederösterreichischen Kindergärten. Wir testen das schon intensiv in 15 Gemeinden mit 22 Gruppen, bekommen von dort erstens positive Reaktionen, positive Rückmeldungen und zweitens auch wichtige Impulse zum Umgang mit diesen besonders kleinen Kindern, die natürlich auch andere Bedürfnisse haben. Und auf die müsse man sich konkret einstellen, was aus Sicht der ÖVP gut funktioniert. Wohnen soll vor allem für die Jungen leistbar bleiben und den Wirtschaftsbetrieben will man deutlich unter die Arme greifen. Das Land funktioniert also. Und das wird auf der Seite unseremitte.at sichtbar gemacht. Vereine werden für ehrenamtliche Verdienste im Rahmen dieser Kampagne finanziell unterstützt. Es geht für die ÖVP also um die breite Mitte des Landes. Gerade die breite Mitte der Gesellschaft, da gehören jene dazu, die in der Früh aufstehen und zur Arbeit fahren. Und nicht jene, die letztendlich die Pendlerinnen und Pendler am Weg in die Arbeit blockieren, indem sie sich ankleben oder sogar einbetonieren. Man wolle alle mit ins Boot holen, denn nur so könne Niederösterreich auch weiterhin gut funktionieren.